Jo, Vater, willkommen zu was Neuem. So, man sieht, glaube ich, am Anfang noch nichts, aber das ändert sich gleich. Ja, jetzt sollte man was sehen und was hören. Wir sehen irgendwie eine Insel, drei Lichtkugeln, die dorthin fliegen. Und wir befinden uns im Jahr 1995 auf dem Super Nintendo. Ja, wir spielen Lupia 2 und die drei Lichtkugeln fliegen wieder weg. Das ist halt unser Intro. Und eine Lichtkugel fliegt wieder zurück. Ja, ich habe einfach richtig Lust drauf, irgendwie so. Ich habe mir die letzten paar Tage wieder ein paar Videos drüber angeschaut und selber habe ich es auch erst ein einziges Mal gespielt. So, Erim, Meister. Erim, ich möchte dich etwas fragen. Ja, Herr. Na, frag. Werden wir die Welt beherrschen? Fragezeichen. Welche Frage? Wir sind die Herrscher. Na dann, Frage beantwortet, oder? Doch warum fragst du, Herr? Die Zeit der Entscheidung naht. Du meinst, das Lufia-Schwert erklingt? Ja, genau das. Wirst du gehen? Jawohl, ja. Keine Ahnung wohin, keine Ahnung warum. Aber hey. Und weg ist sie. Okay, sie dürfte schon mal eine von diesen Lichtkugeln sein. Jo. Ja, und sie fliegt halt irgendwo hin, ne? Das ist halt unsere, sag ich mal, Landkarte oder Weltkarte halt, ne? Absolut geile, enorme Grafik halt, ne? Ich meine, hey, 26 Jahre her, wie das Ding rausgekommen ist. Ja. Das war's soweit halt, ne? Mit dem Intro. Ja, Lufia. Gut, ich würde sagen, wir starten dann mal. Ja, wir starten in einem neuen Dingens. Und ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht gleich, weil ich nicht genau weiß, was meine Tastaturbelegung ist. Ja. Original heißt man Maxim, aber das machen wir nicht. Wir bleiben halt mit Stefan. Wow. Wow, ich kann nicht mehr als. Das ist ja gerade irgendwie. Ich meine. Ich kann nicht mal 6 Zeichen eingeben. Ja, okay. Warte. So, wie komme ich jetzt weiter? Okay. Leertaste. Also, das sind wir. Mit dem roten Haar. Tia, bist du hier? Das ist Tia. Sei gegrüßt, Steph. Wie war die Jagd? Ganz gut, ich habe 6 Blobs erlegt. Mal sehen, das sind dann 120 Goldmünzen. Moment mal, Tia. Es sind 6 Blobs. Das macht genau 180 Goldmünzen. 30 für jeden, nicht 20. Du hast recht, doch die Prämie wurde gesenkt. Es gibt einfach zu viele Dämonen hier. Das stimmt, es werden von Tag zu Tag mehr. Ich frage mich, woran das liegt. Es ist beängstigend. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen, denn schließlich bin ich Dämonenjäger. Gute Berufswahl, ha? Hast du eigentlich jemals daran gedacht, einen normalen Beruf zu ergreifen? Na. Was ist denn für dich ein normaler Beruf? Nun ja. Wie wäre es mit. Überleg dir gut, was du sagst hier. Ladenbesitzer. Nein. Zum Beispiel. Ich und Ladenbesitzer den ganzen Tag im Laden rumstehen? Niemals. Er begreift nicht, worauf ich hinaus will. Ja, ich bin ein bisschen langsam. Hast du etwas gesagt hier? Vergiss es, hier sind deine Goldmünzen. Ja,
Okay, das war's. Sie ist halt natürlich direkt angepisst auf uns. Ja, wir können halt rumlaufen, ganz normal. Und ja, wir haben halt ein Inventar, aber das mache ich das okay mit D. Leertaste Enter macht gar nichts. Ja, also irgendwie schneller laufen oder so können wir nicht, ne? So, bitte pass auf dich auf. Kann ich dir irgendwie helfen? Na gut, sie ist halt eben der örtliche Shop und so. Sie hat Waren, sie hat Waffen, sie hat Rüstung und wir könnten noch irgendwas bei ihr verkaufen. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert mit einer Tastaturbelegung. Okay, also sie hat Kraftwasser, füllt KP teilweise auf, KP Kraftpunkte, logisch, gegen Gift, Heilvergiftungen, Warp, bringt dich an jeden beliebigen Ort, den du schon besucht hast. Flucht, entkomme aus Verließen und Labyrinthen. Die beiden Dinge sind mega gut, mega wichtig. Und einen Bumerang schädigt alle Feinde. Braucht man nicht. Den benutzen halt nur Speedrunner. So, wie komme ich da wieder? Okay. Ja, bisschen eingewöhnen halt, wegen Tastaturbelegungen. So, sie hat Waffen, sie hat eine Bratpfanne und wie man oben sieht, wir knien uns irgendwie so hin, also das Ding ist nichts für uns. Genauso wenig wie das Messer, aber das Obstmesser, das haben wir schon. Da steht dann eben auch AG für ausgerüstet, nehme ich an. Und sie hätte einen Degen, der direkt um 2 Angriff mehr hätte. Ja, wie ihr seht, wir haben diverse Stats. Wir haben Angriff, ne, das ist halt unser normaler Damage. Wir haben Abwehr, das ist einfach ja Abwehrrüstung. Wir haben ja SDR, keine Ahnung wofür SDR ist, ne? Dann haben wir Beweglichkeit, nehme ich an, oder Bewegung halt. Das bestimmt die Reihenfolge, ob wir zuerst drankommen oder eben Monster, ne? Das Ganze ist wieder rundenbasiert. Wir haben Intellekt, das dürfte glaube ich so für Magie Schaden sein. Wir haben Mut, das ist für was anderes, und wir haben Magie Abwehr. Ja, so. Dann haben wir noch hier diverse Rüstungen, eine Schürze, die können wir nicht tragen, ein Kleid auch nicht, Gott sei Dank. Einen Leinenmantel haben wir gerade, einen Topf können wir auch nicht tragen und das Waschbrett auch nicht. Dafür könnte man uns ein Tablett kaufen, aber machen wir nicht. Na gut. So. Warum kommt Tia eigentlich mit jedem klar, nur nicht mit dir? Ich konnte Tia bis hierher schreien hören. Du solltest dich bei ihr entschuldigen. Niemals. Hey Steph, was macht die Monster, die Dämonenjagd? Ja, läuft. Ich muss nach Tarika gehen, um Großvater seinen Tee zu besorgen. Denkst du, dass die Dämonen ihre Präsenz in der Höhle nach Tarika verstärkt haben? Ja. Die Stadt scheint so friedlich. So, hier haben wir einen weiteren Shop. Und zwar einen Magie-Shop. Die Anwendung von Zaubern bedarf großer Erfahrung. Soll ich dich in die magischen Rüten einweihen? Nein. Ja, ich weiß schon alles. Ich grüße dich. Welchen Zauber möchtest du erwerben? Ja. Er hat Stark, Funke und Serum. Stark ist ein Heilzauber, füllt einige KP auf. Funke, der Funkenflug, trifft deine Gegner, ist irgendwie halt ein Damage-Spell und Serum. Wirksames Gegengift. Aber wir haben endlich genug Kohle. So, in jeder Stadt, glaube ich, gibt es auch irgendwie so eine Kirche. Weiß ja. Ich habe Könige sterben und Dämonen weinen gesehen. Ich bin allwissend. Über welches Thema soll ich dich unterrichten? Speichern Zauberhilfe nichts. Du kannst jederzeit wieder herkommen, wenn du nach weiteren Informationen dürstest. So, der Kollege hier. Hallo und hallo, was kann ich für dich tun? Bei dem können wir speichern, uns glaube ich wiederbeleben und uns irgendwie heilen. Wobei ich glaube heilen ist nicht wirklich heilen. Ja, wir ihn vom Fluch befreien. Ja, speichern wir irgendwie mal. Spiel gespeichert. Ich hoffe, dass es irgendwie wirklich so funktioniert, wie es sein soll. Aber ich habe ja irgendwie im Emulator, kann ich da auch noch speichern. So, wir haben hier ein Inn. Stefan, du hast so viel für uns getan. Du kannst wann immer du willst hier übernachten. Willst du? Nein, will ich dabei nicht, aber danke.
ja, einfach halt zum Heilen, ne? Wenn das halt irgendwie aus Secret of Mana zum Beispiel kennt. Da wäre es eher. Sobald, bald schon werde ich dir die Mysterien der Höhlen offenbaren. Okay. Jetzt ist bald. Sei gegrüßt. Nun ist die Zeit gekommen, da dir die Mysterien der Höhlen offenbart werden. Ich erwarte dich in der Höhle im Süden. Okay. Ja, es gibt haufenweise Höhlen und Türme und was weiß ich was alles. Ja, das ist halt die Weltkarte, ne? Auf der können wir halt spazieren. Und es gibt im Normalfall so aller Final Fantasy, glaube ich, irgendwie so random Kämpfe halt aus, irgendwie auf der Höhe, also auf der Insel hier, weil das halt noch so Tutorial ist. Würde ich halt hier weitergehen, dann könnten wir irgendwelche Zufallskämpfe finden. Machen wir aber nicht. So, Höhle der Geheimnisse. Das hat aber gedauert. In dieser Höhle werde ich dir ein paar nützliche Techniken beibringen. Zunächst musst du dich mit dem Bewegungsmuster der Monster vertraut machen. Sie bewegen sich nur, wenn du dich bewegst. Also nur keine Panik, wenn sie sehr nah bei dir sind. Na, da kommt ja ganz zufällig ein Blob vorbei. Zeig mir, was du kannst. Was er damit meint? In Dungeons gibt es eben keine Zufallskämpfe, ne? Und ja, also sobald wir uns irgendwie bewegen, bewegt sich halt der Kollege auch, ne? Das heißt, wir können entweder halt taktisch sein und halt irgendwie ausweichen, um halt zum Beispiel hier weiterzukommen, ne? Aber ja, so. Das ist eben unser Kampfsystem, sag ich mal. Wie gesagt, rundenbasiert, ne? Und wir müssen uns am Anfang erstmal entscheiden, was wir überhaupt machen. Also wir haben hier irgendwie so, ich glaube, das ist zum Wechseln von Party-Membern. Also es gibt irgendwie vordere und hintere Reihe, aber who cares? Wir können hier halt weglaufen, aber das wäre Pussy. Das heißt, wir machen hier sowas, dieses Ding. Also wir wollen angreifen. Dann kommt eben ein neues Menü. Ja, das Ding hier ist zum Zaubern. Das Ding hier ist für Items. Da könnte man, glaube ich, abwehren, aber das ist auch für Pussy. Und das Ding sind Zornattacken. Okay, Zornattacken, ja, alles so. Ja, wie man es, glaube ich, in Final Fantasy auch kennt. Ich bin nicht so der Final Fantasy Experte, aber so Limit-Attacken oder irgendwie so halt, ne? Das sind halt einfach, ja, so Spezialattacken. Ja, wir haben hier bei unserem Menü, man sieht es, drei so Balken, also KP für unsere HP, MP für unser Mana und hier dieses ZP sind eben Zornpunkte. Zornpunkte bekommt man, glaube ich, nur, wenn wir angegriffen werden und nicht, wenn wir angreifen. Aber ja, werden wir eh noch sehen. Also wir attacken jetzt erstmal den Protoblob. Machen ganze 7 Schaden. Das reicht, wir bekommen 2 Erfahrung, 2 Goldmünzen und wir brauchen noch 8 Erfahrung für den nächsten Level und haben insgesamt 182 Goldmünzen. Das ist unser Stefan. Blobs haut er weg wie nix. Aber immer schön auf der Hut sein, manche Monster sind flotte Flitzer. Lass dich nie von hinten einkreisen, sie können sehr unangenehm werden. Was? Wieso sage ich von hinten? Lass dich nie von ihnen einkreisen, ja, ja. Da sie sich nur bewegen, wenn du dich bewegst, solltest du immer erst denken und dann handeln, ja. Eine meiner Stärken. Auf geht's in den nächsten Raum. In diesem Raum probieren wir das Ringmenü aus. Es erscheint, wenn du Select drückst. Wähle dann mit dem Steuerkreuz aus. Bis jetzt besitzt du nur den Pfeil, das wird sich bald ändern. Hihihihi. Wenn du mit dem Y-Knopf einen Pfeil auf einen Gegner schießt, erstarrt er vorübergehend. Wie sagt man doch, Monster, die starr sind, beißen nicht oder so. Erstarrte Gegner kannst du berühren, ohne dass es zu einem Kampf kommt. Die Gegenstände aus dem Ringmenü stehen dir in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung. Mit Select und dem Y-Knopf hast du das Ringmenü im Griff. Du wirst es gut gebrauchen können. Es liegt jetzt an dir, ob du den Blob bekämpfst oder nur ein wenig erstarren lässt. Okay. Ja, scheiße, sieht man, glaube ich, nicht. Wo ist Select, hä? Na gut, also was war? Enter. Jawohl. Also, wir haben hier halt... Ja, es ist ein Ringmenü, ne? So wie in Secret of Mana. Hier wären halt theoretisch noch andere Sachen irgendwann mal. Wir haben dabei nur den Pfeil. Den haben wir jetzt equipped. So, und was ist jetzt Y?
Okay, Y. Sehr gut. Also, wir können solche Pfeile schießen, unbegrenzt, ja. Und ihr seht, dieser Block zittert jetzt so. Und wenn ich mich bewege, bewegt er sich eben nicht mehr. Das heißt, ja, ich kann jetzt einfach, na, auch immer so weitermachen. Ich kann das halt irgendwie resetten. Also ich kann ein paar Felder gehen, nochmal schießen und dann halt eben nochmal erstarren. Ja, und wie er eben sagt, ich ja, laufe halt jetzt in ihn rein und nichts passiert, solange halt der Start ist. Das heißt, ich kann halt eben mich dazu entscheiden, ob ich kämpfen will oder nicht. Das heißt, das ist ziemlich cool eigentlich. Also ich muss relativ wenige Fights irgendwie so on-screen machen. Ne? Je nachdem halt, wenn ich das will oder nicht. So. Tja, sieht nicht gut aus mit der Brücke. Doch wenn du den Schalter berührst, ist sie wieder intakt. Leider ist der Schalter da drüben. Pech gehabt. Hiermit ist, dieses nette Spiel leider beendet. Jo. Also ich wollte schon sagen, danke fürs Zuschauen. Naja. War doch nur ein kleiner Scherz. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, den Schalter umzulegen. Probier doch einfach mal einen deiner Pfeile aus. Ja, die Dinger haben halt mehr Nutzen, als irgendwie nur Monster zum Erstarren zu lassen, ne? Ja, ja, ja. Nix mit Select. Okay. So. Jetzt ist halt eben die Brücke wieder ganz, aber was ist mit der Tür hier? Okay, die geht eh nicht auf. Und ja, es geht halt eben, es ging halt eben, weil der Schalter, dieses rote Knubbelding auf der Seite halt war, ne? Okay, Tür, Tür. Oha. Die Tür scheint mir verschlossen zu sein. Kannst du sie öffnen? Oben links ist ein kleines Schalterchen zu sehen. Stell dich einfach drauf. Ja, das Spiel hat halt enorm viele Rätsel. Ja, sobald ich mich da eben draufstelle, geht die Tür auf. Ich meine, ihr könnt es euch eh sicher denken. So einfach ist das. Wenn du vom Schalter heruntergehst, schließt sich die Tür wieder. Sieht so aus, als ob man etwas auf den Schalter schieben müsste. Wie wäre es mit einer Säule? Drücke den A-Knopf und laufe los, um die Säule zu verschieben. Ja, man kann schieben, aber man kann nicht ziehen. Okay, das war zu weit. Du bist ein Talent. Einen Moment noch. Ich habe etwas vergessen. Ich habe dir noch nicht den Zauber gegeben, den du unbedingt brauchst. Es ist der Ursprungszauber. Wenn du in einem Raum die Säulen lustig hin und her schiebst, musst du an eines denken. Säulen kann man nur schieben, nicht ziehen. Wenn du sie an eine Wand schiebst, hat der Spaß ein Ende. Doch der Ursprungszauber hilft dir aus der Patsche. Er stellt den alten Zustand des Raums wieder her. Sogar die Monster rücken wieder in ihre vorherige Position. Da dieser Zauber keine MP verbraucht, kannst du ihn guten Gewissen so oft, ja, wie ich will, anwenden. Mit diesem Zauber kann dir kaum noch etwas passieren. Und dann den Ursprungszauber erhalten. Du findest diese Aktion auch auf dem Ringmenü. Ja, also, da ist das Ding. Ja, machen wir es halt einfach mal alles wieder von Anfang, ne? Falls mal eben verkacken. So, nächster Raum. Wenn du diese Pfeile auf dem Boden siehst, kannst du nach unten springen. Komm, trau dich. Also, wir können eben zum Beispiel nicht hier runterspringen. Nein, wir können sowieso nicht springen irgendwie. Wir können nur runterspringen, wo diese Pfeile sind. Eben auch hier, ne? Wunderbar. So. Die nächste Tür öffnet sich nur, wenn du alle Monster besiegst. Wenn du keine Hinweise oder ähnliches findest, ist das Besiegen aller Monster immer ein Weg. Jo. So, was haben wir da? Eine Echse. One Shot. 3 Erfahrungen, 5 Goldmünzen und Lebensnektar. So, jetzt haben wir noch den Block um. Oh, wir haben ein Level Up. Wir kriegen 9 HP mehr, 4 Mana mehr. Stärke steigt um 7, Beweglichkeit um 6, Intelligenz um 3, Magie, Abwehr um 2. Und wir brauchen 33 Erfahrung fürs nächste Level. Und die Tür geht auch auf.
So, na Wahnsinn. Mit dem B-Knopf schwingst du dein Schwert. Es ist gerade dazu geschaffen, Gras zu mähen. Oft sind unter dem Grasschalter versteckt. Versuch mal dein Glück. Okay, ja, das ist der B-Knopf, also da können wir halt so Dinger kaputt machen. Ne? Und tada! So, Gefäße nimmt und stellt man mit dem A-Knopf ab. Mit dem R-Knopf kannst du dich in alle Richtungen drehen, ohne dich auch nur einen Schritt zu bewegen. Das ist ziemlich wichtig. Das ist ganz nützlich, wenn es besonders eng wird. Also, immer an den R-Knopf denken. Was wird wohl passieren, wenn du das Gefäß auf die Platte stellst? Sei nicht so schüchtern. Also, okay, und was ist der R-Knopf? Hm? Okay, ich habe ihn. Ja, na, ich kann mich einfach so bewegen, ohne dass ich mich halt eben so bewege. Okay, schweres Rätsel. Rechter Schalter öffnet den Weg hier. Linker Schalter öffnet die Tür. Also, zwei Töpfe drauf und fertig. Prinzipiell sind die Rätsel relativ einfach, die meisten. Es gibt aber auch ein paar, bei denen ich mich sicher irgendwie blamieren werde. Naja. Nun, das war meine kleine Übungslektion. Doch du wirst noch viel lernen müssen, mein Junge. Dränge dein Köpfchen an. In den Höhlen, Türmen und Labyrinthen wirst du viele Rätsel lösen müssen. Ja, das stimmt. Es wird sicher nicht ganz einfach, aber du hast das Zeug, es zu packen. Habe ich. Na gut. Okay, hauen wir dich halt eben auch um. Und wir machen 11 Schaden schon. Ja, dich lassen wir jetzt mal. So. Und was jetzt, ha? Fühlst du dich nach meiner Lektion bereit, in den Kampf zu ziehen? Jawohl. Bevor ich jetzt vergesse. Hier, sucht nach dir. Ja. Okay, was wäre das? Wir können ja mal einfach hier kennen. Ja, da tut sich nicht viel halt, ne? Musik. Bildschirm wird schwarz und ja. Wir wurden geheilt. Na dann, auf zu dir. Mal schauen, ob sie noch Aggro auf uns ist. Ich bin gerade dabei, zu Abend zu essen. Leistest du mir Gesellschaft? Liebend gerne. Das würde ich nicht sagen, aber hey. Ich habe etwas ganz Besonderes zubereitet. Warte eine Sekunde, ich bin gleich zurück. Ein Steak. Ach du Scheiße. Ein Gammelfisch, ha? Polerö, dies ist eine Fischpastete, zubereitet aal aus dem Reiheraal. Wow. So, aus dem Reiheraal. Bezeichnet man ihn nicht. Gemeinhin auch als Stinkefisch. Schon, aber von so etwas lässt sich ein Gourmet nicht abschrecken. Er soll vorzüglich munden. Na dann, du zuerst, oder? Ich bete, dass du recht hast. Und wie ist er? Was soll ich sagen? Warum probierst du nicht selbst? Das werde ich. So. Und? Das schmeckt ekelhaft. Ich glaube, ich muss... Bitte nicht hier, Tia. Beruhig dich. Das hat sicher nichts mit deinen Kochkünsten zu tun. Ja, mit was sonst, ha? Warum musste ich auch einen Stinkefisch kaufen? Mach dir nichts draus. Wir können uns eine Pizza bestellen. Dabei wollte ich dich mit einem leckeren Essen verwöhnen. Vielleicht schmeckt er ja besser, wenn wir etwas Pfeffer, Tabasco und Paprika dazugeben. Tatsächlich. Jetzt schmeckt es richtig würzig. Man kann ihn nun essen, ohne von Übelkeit befallen zu werden. Großartig, oder? Ja, da hast du recht. Ich glaube, ich werde nun öfters mal einen Stinken. Nein. Nein. Wehe wenn, aber ein lustiger Abend war es trotzdem. Das fand ich auch. So, ich bin satt. Ich mache uns etwas Tee. Da kann man ja wohl nichts verkacken, habe im Tee. Bitteschön. Danke, Tia. Sag mal. Ja.
Bist du des Dämonenjagens nicht langsam müde? Warum stellst du mir diese Frage? Du bist der einzige Dämonenjäger, den ich kenne. Ich frage mich, warum du es tust. Weil es sonst keiner macht. Ich kämpfe schon so lange ich denken kann. Ich habe mich noch nie gefragt, warum. Ich habe noch nie einen Menschen wie dich getroffen. Was? Schon so spät? Jetzt muss ich aber los. Danke fürs Essen. Ich schau mal wieder vorbei. Willst du nicht noch ein wenig bleiben? Der Abend ist doch noch jung. So wie wir. Ich muss noch viel erleben. Mach's gut, Tier. Mach's gut. Tschüss. Okay. Bitte pass auf dich auf. Kann ich dir irgendwie helfen? Ne. Obwohl wir eigentlich diesen besseren Degen, glaube ich, kaufen könnten, aber hey. Ja, was sollen wir jetzt machen, hey? Oh. Schlechte Nachrichten. Welche? In der Höhle auf dem Weg nach Tarika wurde eine ganze Dämonenhorde gesichtet. Ist das wahr? Das ist schrecklich. Netti, werden diese Kreaturen auch in unsere Stadt kommen? Nun, ich will es nicht hoffen. Unglücklicherweise ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Was meinst du damit? Die Dämonen haben die Tür in der Höhle verschlossen. Ohne Schlüssel kommen wir nun nicht nach Tarika. Das ist schlecht. Hat irgendjemand einen Vorschlag, was wir nun machen sollen? Nein, ich nicht. Tja, ich werde sie alle umhauen. Stimmt, dass das Dämonen in der Nordhöhle gesehen wurden? Du wirst sie doch beseitigen, oder? Schon seit Jahren reise ich nach Tarika, um dort den Lieblingsthema des Großvaters zu kaufen. Doch nun ist es nicht mehr möglich. Großvater wird nicht zufrieden sein. Klingt, als ob die Teufelsgeschöpfe der Nordhöhle nach Blut gieren. Kannst du nicht etwas tun? Die Kreaturen in der Höhle sind nicht sehr stark. Das eigentliche Problem ist die blockierte Tür. Nur du kannst den Schlüssel aus den Klauen der Bestien befreien. Tu es für uns! Jawohl. Um Himmels Willen, was geht hier vor? Du musst doch darüber etwas wissen, oder? Warum soll ich hier? Du scheinst der Einzige hier zu sein, der uns vor diesen Kreaturen schützen kann. Na dann. Also, die Nordhöhle, ne? Na dann. Okay, random Zufallskämpfe. Und es hat Watz gemacht. Ja, Watz ist irgendwie halt so, keine Ahnung, verfehlt oder so in die Richtung halt, ne? So, das dürfte... Okay, ja, wir können halt eh nicht weiter. Das sind halt irgendwie Berge oder so, ne? Sonst gibt's hier eh nichts. Außer eine Moppe. Und die hält sogar einen Schlag aus. Gibt dafür aber auch 5 Erfahrungen. Also rein in die Scheißhöhle da. Höhle nach Tarika, Untergeschoss 1. Oh, wer ist er? Eine junge Frau hat die Höhle betreten. Ich wollte sie aufhalten, doch es war bereits zu spät. Irgendwie sah sie seltsam aus. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie besser nicht aufhalten sollte. Okay. Na dann schauen wir mal, ob wir die junge Frau finden. So, hier haben wir eine... Exe, fuck you, kein Bock. Okay. Ein Schalter, jetzt ist die Tür links auf. Nein. Okay, da ist die Tür aufgegangen. Okay, na schaut mal, eine Kiste. Ja, was das Spiel auch mag, sind irgendwie so Geheimgänge. Obwohl ich jetzt irgendwie kein Plan habe, wie man da irgendwie reinkommt. Hey. Hm. Ich glaube, oh, okay, eh von da, also, ja. Oh, was gibt's in der Kiste? Ein Gegengift. Ja, also ich kenne irgendwie nicht alle versteckten Secrets und alles, ja, also, wie gesagt, ich habe das Spiel erst ein einziges Mal gespielt. Jo, hier haben wir Waldpilze. Die auch irgendwie einen Hit aushalten und ja. Ein bisschen wehtun und ihr seht, unsere Zornleiste füllt sich halt, wenn wir Schaden bekommen.
mich dann irgendwie fast sogar schon mal heim hier. Hm. 14 Erfahrung. Und ja, so, wie machen wir das? Also, das ist unser Menü. Tasche, Kraftwasser. Ist halt für 31, okay. Oh, und es hat gerade irgendwie so geblinkt. Das war ein Crit. Crits machen halt irgendwie ein bisschen mehr Damage, ne? Irgendwie nicht das Doppelte, aber halt, weiß ich nicht. Einen Viertel oder so, keine Ahnung, oder eineinhalb, irgendwie so in die Richtung. Scheiße, vielleicht hätte ich doch irgendwie diesen Degen kaufen sollen. Hey, wir sind ja irgendwie schon wieder am Verrecken. Kraftwasser und ein Level Up. So, was geht hier ab hier? Ah ja. Dafür brauchen wir den Topf. Okay, was gibt's hier drinnen? Scheiße, wir sind jetzt schon übertrieben verwirrt hier. Oh mein Gott, es gibt so viele Wege. Wir gehen mal wieder zurück. Wir schauen mal irgendwie noch was. Ja, was bei der anderen Tür zum Beispiel gibt. Und. Ja, wir hauen dich halt um. Da können wir dich one-shotten? Nein. Ja, geheilt werden wir nicht, wenn wir Level Up kriegen. Das ist natürlich schlecht für uns. So, dass das jetzt irgendwie zwei Motten sind, ist auch schlecht für uns. Scheiße, ich glaube, ich muss mich gerade echt heilen, ne? Na dann. Und wir sind wieder voll. Ja, coole Musik gibt es natürlich auch in dem Spiel. Aber nicht so cool wie in Mystic Quest, leider. So, was gibt's hinter dieser Tür? Okay, eine Sackgasse. Na, das ist natürlich ganz gut. So, die Monster respawnen halt. Wenn man irgendwie, glaube ich. Ah, scheiße. Ey. Wollte ich gerade eigentlich nicht machen. Ich glaube, die respawnen aber nur, wenn man irgendwie auf ein anderes Stockwerk geht. Bin ich aber jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. So. Was ist mit der Tür? Geht die auf? Nein, die geht eh nicht auf. So, du Scheiß. Pilze, ich hab da gerade keinen Bock auf dich. Ja, und trotzdem mache ich dich. Scheiße, bitte sag mir, dass ich jetzt nicht sterbe hier. Jesus hier. Ja, ich habe natürlich Speed-Knopf auch und so, ne? So. Es gibt halt da übelst viel zum Erkunden hier. Die Höhle ist jetzt schon urriesig hier. Es gibt halt immer, irgendwie immer halt ziemlich viele Wege, also. Oh mein Gott, hier, wir brauchen drei Hits für so einen scheiß Pilz. Haben wir nicht eigentlich irgendwie. Was machen die Dinger hier? Achso, na warte. Ich glaube, wir haben gar keine. Okay, ich glaube, wir haben noch gar keine Zornattacken mit unseren. Mit unserem Standard-Equip halt, ne? Also, wir können gar nichts hier. Außer sterben irgendwie. Wäre natürlich urbitter, wenn ich jetzt sterbe irgendwie. Ach du Scheiße.
Scheiße. Okay, lassen wir mal den Block umhauen. Das ist nur einer, den one-shotten wir eh. So, da kommt man nicht rein, aber da gibt es irgendwie Töpfe und... Aha. Kann ich sich irgendwie wieder ablegen hier? Naja, scheiße. Okay, nur Gott sei Dank nur eine Motte. Und ein Level Up. Wie macht man denn das hier? Warte. Scheiße. Okay, ich bin irgendwie jetzt schon hardstuck hier. Okay, da geht dann die Tür auf, aber das Problem ist halt. Ist ja wurscht hier. Oh, fuck hier. Okay, wir sind mittlerweile schon so schnell, dass wir zweimal drankommen und die auch in zwei Hits umhauen. Ich hoffe, dass der uns nicht killt hier. Kommen wir nochmal dran. Oh fuck, bitte fall um hier. Okay, das reicht. Oh mein Gott, hier. So, wir heilen uns. Oh, das schauen wir an hier. Was haben wir da? Okay, Flucht. Was ist Flucht? Einfach, dass wir aus dem Dungeon rauskommen. So. Okay, bewegt sich. Alter Schwede, ich wollte dich eigentlich nicht machen, aber okay. Es ist Gott sei Dank eh nur einer. Und da haben wir für 18 gecrittet. So, na sehr gut hier. Also hier sind die Gegner nicht respawned. Also wie mache ich den Blödsinn da jetzt hier? Kann ich nicht darüber werfen? Na. No. Können wir da auch nicht. Nee. Scheiße, es fängt jetzt schon an hier. Aber beide. Okay, bin ich gerade. Check ich's gerade nicht? Ja, gell? Das geht schon, oder? Scheiße, ich schwöre, ich werde mich sicher ein paar Mal blamieren im Kackspiel hier. Es gibt echt übertriebenst viele Rätsel. Das ist nicht so schwer. Ich weiß, dass das geht hier, aber... Okay, ich schwöre, ich blamier mich da gerade echt voll hier, ja? So, warte. So. Oh fuck, was habe ich jetzt irgendwie... Was ist Rewind, hey? Keine Ahnung. So! Na Wahnsinn, ha? Hat ja nur ewig gedauert. Okay, was kriegen wir dafür hier? Oh, Lebenssaft. Was ist Lebenssaft hier? Lebenssaft. Füllt KP vollständig wieder auf. Na bumm hier. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir das Ganze erspart. Aber gut. Ich glaube, dass wir jetzt irgendwie alles haben, oder? Oder war da drüben irgendwie nicht noch... Okay, oder geht's? Ah, okay. Verschlossen. Ja, da brauchen wir einen Schlüssel dafür. Ist doch weggepilzt. Das heißt, ich glaube, wir haben alles soweit. Also, wir müssen eh jetzt mal einen Stockwerk runter. So, da braucht man.
Na, oder? Okay. Ich bin jetzt schon verwirrt hier, weil es so groß ist, dass es so viele Wege gibt. So, da wäre eine Brücke, die ist aber kaputt. Okay, geht's auf der anderen Seite weiter? Na, auch nicht, okay. Das heißt, ich schau mal rechts zu der Tür. Nerv mich nicht, Scheißmotte. Okay, wir one-shotten mittlerweile Motten. Gut zu wissen. So, da geht's auch runter. Oh, fuck hier. Da geht's aber auch nicht weiter. Scheiße, mein erster Dungeon hier und ich bin schon irgendwie komplett verloren hier. Habe ich da irgendwas übersehen hier? Na, oder da habe ich nichts übersehen. Na, da geht's eindeutig nicht weiter. Fuck, hier, was habe ich denn? Naja. Okay. Was war mit der Tür da oben, ha? Scheiße. Falscher Knopf hier. Scheiß Pilze, geh weg hier. Scheiße, Mann, jetzt lässt mich nicht gut dastehen, ihr Spiel. Okay, die Tür geht aber nicht auf, ne? Ehrliche? Okay. Ja, Scheiße, Mann, was habe ich denn vergessen oder so? Oh, ihr verkackten Scheißpilze. Ich schwöre, das ist normalerweise eigentlich recht easy, aber naja, hey. Sag mal, das ist ein Blind Run, ha? Ich meine, es ist schon wieder eben, ist natürlich ewig her, dass ich das gespielt habe. Aber eigentlich. Okay. War mal rechts in der Tür schon hier? Ich weiß, dass wir oben in der Tür waren, aber da war der Lebenssaft oder was war. Ob wir irgendwie rechts waren, weiß ich jetzt nicht. Irgendwo muss ja weitergehen hier. Scheiße, da waren wir auch schon, gell? Oh mein Gott, was geht denn ab hier? Ja, da brauchen wir den Scheißschlüssel. Ja, der Überraschungsangriff ist nicht gut. Das ist irgendwie so, wenn sie einen von hinten attacken, so ungefähr. Und dann kommen sie halt irgendwie zuerst dran. Oh Gott, ey. So, der fällt um. Wir fallen auch gleich um hier. So. Ich wäre gut peinlich gerade hier. Nicht, dass ich das irgendwie rausschneiden musste, weil ich irgendwie wirklich.
Oh mein Gott, ja, das ist der fucking Eingang hier, was? Ja, geh mal weg hier. Was habe ich denn übersehen hier? Wieso komme ich da nicht rein hier? Tür. Wieso gibt es ein Ding hier? Wieso gibt es ein zweites? Ach du Scheiße! Fuck you, Spiel! Na, sehr gut hier. Okay, Progress! Ja! Ein paar Rätselchen, ha? Naja! Das Ding ist halt wirklich, also so was Rätsel angeht, also ist das Spiel, glaube ich, irgendwie kaum mit irgendwie was zu vergleichen, so aller Secret of Mana oder Secret of Evermore oder Terranigma, irgendwie so. Also Rätsel hat das Spiel wirklich ohne Ende. Die meisten sind relativ leicht, aber nicht alle. Und ich bin eigentlich gar nicht, das ist gar nicht so meins hier. So, naja. Ich sag mal nichts, ja. Okay, aber wenn wir den Block da verschieben, dann können wir da runter. So, jetzt sind wir endlich auf der Seite. Da haben wir Fledermäuse, oder was bist du? Ja, Fledermaus. Oh, die hält natürlich auch einen Hit aus. 10 Erfahrung. Und Kraftsaft, ja, kennen wir ja schon, ne? Füllt halt meine HP voll auf. Okay, komm her, Fledermaus. Oh, scheiße, es sind schon wieder zwei hier. Okay, stirb. Nein. Okay, sie sind abgehauen. So, Schalterchen. Okay, Schalterchen haben wir eh gewusst, dass der die Brücke wiederherstellt und Gott sei Dank können wir da runterspringen. So, was bist du hier, eine Spinne? Eine Kreuzspinne. Okay, zwei Schaden. Die Spinne ist so scheiße. Ach du Scheiße, und sie vergiftet uns auch noch hier. So, ja, ich darf mich natürlich mal wieder heilen. Ich werde auch irgendwann so offscreen halt. Möchte ich ein einziges Mal extrem leveln. Das hat halt einen Sinn, aber ja, das werde ich dann irgendwann mal erklären, wenn es soweit ist. Habe ich nämlich rausgefunden. Ja, ist jetzt irgendwie blöd, das zu erzählen halt, aber man kann halt irgendwas dann machen, ne, wenn man extrem überlevelt ist. So, wo geht's hier weiter runter? Ah ja, diese Dinger hier. Gibt es, glaube ich, auch so gut wie in jedem Dungeon. Das Ding da. Einfach draufstellen. Heilt uns voll. Dieses Ding hier macht Mana voll. Oder umgekehrt, ich weiß jetzt nicht welches was. Es ist eh wurscht. Und dieses Ding lässt uns speichern. Spiel gespeichert. Ja, das kommt meistens immer vor Bosskämpfen. Und da schau an hier. Ich werde dir den Schlüssel für die Tür nicht geben. Niemals. So. Bossmusik. Können wir eigentlich irgendwie was? Na. Lass einfach draufhauen. 11 Schaden. Ach du Scheiße. Aber wir sind immer noch vergiftet hier. Das macht 2 Schaden. Also haben wir gar 12 Schaden gefressen. So, ich glaube, einen halten wir noch aus. Und er hält auch noch aus. Ja, das heißt, ich darf mich heilen. Ah, ich liebe Super Nintendo Musik hier. So, kannst du jetzt umfallen, hier, scheiß Echsenmann.
fuck. Das heißt, ich muss mich schon wieder heilen. Komm, Falumi, jawohl, gekrittet. Oh, der lebt immer noch, okay? Komm jetzt hier. All in. Stirb. Jawohl. 100 Erfahrung, 125 Goldmünzen. Und weg ist er. Oder permanent Schlüssel erhalten. Wie konnte der Ex-Mann den Schlüssel stehlen? So schlau ist er doch gar nicht. Vor allem, warum hat er ihn gestohlen? Er hatte doch keinen Vorteil von dem Diebstahl. Unglaublich. Sowas ist noch nie zuvor passiert. So, mystische Musik. Und da kommt die Frau in grün, also mit grünen Haaren. Und sie ist absolut cool, also sie spielt eine unglaublich wichtige Rolle halt in dem Spiel. Und ja, ich will es halt nicht spoilern, aber ganz am Ende erfahr mal was über sie, was eigentlich finde ich richtig cool war, was für mich damals richtig überraschend war und was einfach richtig geil war. So, willst du den Grund wissen? Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich kann die Zukunft sehen, ich kenne deinen Namen und weiß genau, warum du hier bist. Wer bist du? Das ist nicht von Bedeutung. Willst du nicht lieber wissen, warum die Monster so stark sind? Ja, sag mir warum. Hast du nicht die rote Lichtkugel vor einigen Tagen gesehen? Hab ich. Alles, was bisher geschehen ist, kann auf das Licht zurückgeführt werden. Ich kann nicht glauben, dass eine Lichtkugel so viel Macht besitzt. Ich verstehe deine Zweifel. Die Zeit hat begonnen, sich zu verändern. Selbst unscheinbare Dinge können für die Menschheit bald zu einer großen Bedrohung werden. Warum erzählst du mir das alles? Weil du die Kraft hast, die Kraft, das Böse zu bekämpfen. Wer, ich? Ja, du. Augenblick mal, ich kämpfe zwar ganz ordentlich, aber so stark bin ich auch wieder nicht. Erzähl mir mehr über die Lichtkugel. Ist sie ein dämonisches Wesen? Wenn ich es bekämpfen soll, dann muss ich doch wissen, mit wem oder was ich es zu tun habe. Du bist nicht alleine. In dieser Welt gibt es noch andere, die gegen diese böse Macht kämpfen können. Du bist dazu auserwählt, die Welt zu bereisen, die anderen Kämpfer zu finden und das Böse zu bekämpfen. Eine Reise? Kämpfen? Hat sie gerade gesagt. Ja, denn als die Lichtkugel erschien, war dein Schicksal besiegelt. Wow, toll. Bringt die Lichtkugel tatsächlich Unglück über die Menschheit? Habe ich wirklich die Macht dazu? Ich kann dir nicht mehr erzählen. Es liegt ganz bei dir, ob du mir glaubst oder nicht. Du entscheidest, ob du deine Reise antrittst. Natürlich werde ich meine Reise antreten, Harry. Warte noch! Mein Name ist Iris. Ich bin hier, um deine Zukunft zu sichern. Wir werden uns bald wieder treffen. Okay, und damit war's das. So. Wir haben eine Flucht. Die werden wir auch direkt benutzen. So, und hoffentlich kein Zufallskampf jetzt, weil wir sind irgendwie halb und verrecken. Na gut, den Block One-Shot mal Gott sei Dank eh. So, sagst du irgendwas Neues, Opa? Wohin du auch immer gehen magst, gedenke meiner Worte, sie werden dir von Nutzen sein. Okay. Ja, lass sie einmal pennen. Dum, dum, dum. So, dann werden wir in die Church gehen. So, wir sind immer noch vergiftet. Kannst du das irgendwie... Nein. Boah, ich wurde wiederbelebt hier. Und er verlangt sogar was dafür hier. Scheiß Abzug hier, Dreckspriester. Na gut. So. Weg, weg, weg. Allerdings mache ich jetzt hier kurz mal Pause hier.
in der Hoffnung, dass meine ganze Aufnahme und alles passt, so soundmäßig und so, davor habe ich ja immer extremst Angst, ne? Jo. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.